Wie wird man reich und besonders auch, wie bleibt man reich? Über das und vieles mehr spreche ich jetzt mit Dr. Rainer Ziedelmann. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Dr. Rainer Ziedelmann bei mir zu Gast. Rainer Ziedelmann ist Historiker, Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer und er hat sich auf wissenschaftlicher Basis sehr intensiv mit dem Thema Reichtum beschäftigt, also mit der Psychologie der Superreichen. Und wir werden heute wirklich einen wilden Parforce-Ritt über das Thema Reichtum machen und zwar mit sehr vielen Facetten versehen. Also wir werden einerseits die Frage diskutieren, ist Geld wirklich ein guter Gradmesser dafür, ob du ein gelungenes, gutes Leben führst? Ja, also diese Frage werde ich Rainer Ziedelmann auf jeden Fall stellen. Dann werden wir besprechen, welche Faktoren dafür sehr günstig sind und zum Teil auch dann wirklich einen Anschub geben, dazu führen, dass du reich wirst in finanzieller Hinsicht, also sehr viel Geld akkumulierst. Dann werden wir über Gefahren und Fallstricke sprechen, die dazu führen können, dass wenn du einmal reich geworden bist, dann aber auch sehr viel Geld wieder verlierst. Ja, also das werden wir außerdem thematisieren und wir werden besonders auch über bekannte Persönlichkeiten in diesem Zusammenhang sprechen, zum Beispiel über Boris Becker, aber wir werden auch andere bekannte Persönlichkeiten streifen, wie zum Beispiel Steven Spielberg. Dann wird uns Rainer Ziedelmann außerdem verraten, was war sein persönlicher Antrieb, seine Motivation dafür, Multimillionär zu werden und wie hat er es wirklich geschafft? Also es werden auch zahlreiche persönliche Anekdoten und Beispiele aus seinem Leben mit hinzukommen. Also das wird ein sehr facettenreiches, spannendes, vielfältiges Interview. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Und ich würde sagen, keine weiteren Worte mehr an dieser Stelle. Rein ins Gespräch mit Dr. Rainer Ziedelmann. Hallo, Herr Ziedelmann. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Ziedelmann, ich würde Ihnen jetzt zum Start des Gesprächs 5 Stichworte zurufen und ich würde Sie bitten, ganz kurz, knackig, assoziativ zu antworten, okay? Ja, gerne. Erstes Stichwort, Reichtum. Freiheit. Armut. Unfreiheit. Luxus. Ist schön, aber für mich nicht so wichtig. Vorbilder. Fällt mir ein, Arnold Schwarzenegger an erster Stelle. Ja. Und Ziele. Die Größe der Ziele bestimmt dein Leben. Okay, perfekt. Also Herr Ziedelmann, wir haben uns ja hier verabredet, um heute über Reichtum zu reden in finanzieller Hinsicht. Aber ich würde auch sagen, dass da sehr viele psychologische und zum Teil vielleicht sogar philosophische Themen tatsächlich mit reinkommen gleich. Ich würde jetzt erstmal so starten. Ist Reichtum in finanzieller Hinsicht, also viel Geld besitzen, wirklich ein Gradmesser für ein gutes, gelungenes Leben? Natürlich. Das gibt ja auch diesen Spruch, Geld alleine macht nicht glücklich, der natürlich stimmt. Ja. Das heißt jetzt alleine Reichtum nur ist natürlich kein Maßstab. Ja. Wenn ich zum Beispiel reich bin und gleichzeitig unglücklich bin in der Liebe oder mit der Gesundheit oder was weiß ich. Aber Reichtum ist eine wichtige Komponente, weil Reichtum Freiheit bedeutet für mich. Ja. Das heißt, die Entscheidung, ob ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, wo ich arbeite, die fälle alleine ich. Ja? Wenn man jetzt mal umdefiniert und sagt, also Reichtum, finanzielle Freiheit, ist Freiheit wichtig für das Leben, hat Freiheit einen Stellenwert, dann glaube ich, dann kann man die Frage eigentlich nur mit Ja beantworten. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare und sehr, sehr gute Einordnung. Lassen Sie uns vielleicht mal jetzt dahin gehen, was denn Menschen tatsächlich auszeichnet, die es geschafft haben, sehr viel Geld zu akkumulieren. Also Sie haben sich ja auf wissenschaftlicher Basis tatsächlich mit der sogenannten Psychologie der Superreichen beschäftigt. Also habe ich damals gelesen, ist schon ein paar Jahre her, aber hat mich auch nachhaltig beeindruckt.
weil sie da nämlich auch einige Persönlichkeitsmerkmale identifiziert haben, die offenbar Menschen auszeichnen, die es aus eigener Kraft sehr weit nach oben geschafft haben, also die halt Multimillionäre geworden sind. Welche Persönlichkeitsmerkmale sind denn das eigentlich? Also wenn Sie gestatten, würde ich erstmal, bevor wir sehr gerne dazu kommen, mit den Dingen anfangen, die in der Regel überschätzt werden und die beim Thema reich werden lange nicht so wichtig sind, wie die meisten Leute das glauben. Ja? Und dann können wir auf das andere Punkt vielleicht eingehen. Also das, was am meisten überschätzt wird, ist Glück oder Zufall. Viele Leute behaupten ja, der reich ist, der hat einfach Glück gehabt. Die meisten Leute sind reich geworden als Unternehmer. Das sehen Sie in den Listen der reichsten Deutschen oder der reichsten Amerikaner oder der reichsten Menschen der Welt. Und man muss also die Frage stellen, wie wird ein Unternehmer erfolgreich? Ist es Glück? Nein, es sind in der Regel Ideen, die die Leute haben. Wenn Sie mal gucken, hinter jedem der reichsten Menschen steht eine tolle Idee. Eine Zeit lang waren die Albrecht-Brüder in Deutschland die reichsten. Die hatten die Idee mit Aldi, mit dieser Discounter-Idee. Eine Idee, wie man Nutzen stiften kann für andere Menschen. In dem Fall war die Idee, Produkte in einer guten Qualität anzubieten zu einem geringeren Preis. Ja? Oder jemand wie Jeff Bezos von Amazon zum Beispiel. Ja? Da steckt immer eine Idee dahinter. Also der Unternehmer, der erkennt halt da Chancen, wo andere Leute keine sehen, wo die blind durchs Leben gehen. Ja? Das, was die Albrecht-Brüder gemacht haben oder der Jeff Bezos, hätte theoretisch jeder andere auch machen können. Aber die haben halt da ein Problem und eine Lösung gesehen, wo andere nicht genau hingeschaut haben. Also das ist das Erste. Das zweite Irrtum ist, harte Arbeit ist der Weg zum Reichtum. Ich weiß nicht genau, was mit harter Arbeit gemeint ist. Ich habe auch was in meinem Begleitheft zu meinem neuen Kurs darüber geschrieben. Also ich selbst habe nur wenige Wochen im Leben hart gearbeitet und habe mich dann auch entschlossen, das auf keinen Fall zu tun weiterhin. Und ich glaube auch nicht, dass die Zahl der Stunden, die jemand arbeitet, wirklich ausschlaggebend ist dafür, dass er erfolgreich ist. Gucken Sie mal, es gibt manche Taxifahrer, die sind unglaublich fleißig, die arbeiten vielleicht sogar 50, 60 Stunden die Woche. Länger arbeite ich auch nicht, aber die machen halt einfach, die werden trotzdem nicht reich. Ja? Und es gibt viele Krankenpfleger oder was auch immer, die wirklich hart arbeiten. Die arbeiten jetzt auch nicht weniger als jetzt vielleicht manche Unternehmer arbeiten. Ja? Aber die werden nicht reich damit. Das heißt, auch das ist auch ein Irrtum. Glück ist ein Irrtum, harte Arbeit ist ein Irrtum. Bildung ist auch ein Irrtum. Das war auch ein Ergebnis meiner Dissertation. Die Vermögen, mit denen ich gesprochen habe, da waren manche, die sogar Doktor hatten, ja, oder ein abgeschlossenes Studium. Da waren aber auch genauso welche dabei, die nur einen Hauptschulabschluss hatten und oder ich sage jetzt mal nicht von meiner Doktorarbeit, sondern zwei Beispiele, die jeder kennt. Der Dirk Rossmann von Rossmann, der mit einer Drogerie angefangen hat, ich glaube, der hat heute 6.000, ja, der hat gerade mal einen Hauptschulabschluss gemacht. Oder der Theo Müller, der einer der reichsten Deutschen ist, das war auch einer meiner Interviewpartner von Müllermilch, der hat gerade mal einen Realschulabschluss gemacht. Ja. Also das heißt, auch Bildung wird überschätzt. Bildung wird überschätzt, Glück wird überschätzt, harte Arbeit wird überschätzt. Und vielleicht das Letzte noch, bevor wir dann zu dem kommen, was wichtig ist, auch Aktien werden überschätzt. Ja. Wenn man mal die Liste anschaut, der reichsten Menschen der Welt, dann werden Sie da kaum welche finden, die jetzt mit passiven Aktieninvestments oder überhaupt mit Aktieninvestments reich geworden sind. Ja, wenn Sie mal die 10 Reichsten nehmen, da ist der Einzige, wo man sagt, der Warren Buffett, wobei, da könnte man viel zu sagen, der ist auch kein typischer Aktieninvestor. Aber selbst wenn man den mal akzeptiert, dann sind von den 10 Reichsten 9 andere, bei denen es halt anders gelaufen ist. Ja, das ist auch, wenn Sie die reichsten Deutschen anschauen. Also auch das ist was ganz häufig überschätzt wird.
wenn man also, und ja, wenn man sich die Liste der reichsten Menschen der Welt anschaut, da werden sie auch keinen finden, der durch Bitcoins oder so reich geworden ist. Das heißt, wenn ich mir selbst überlege, wie ich reich werde, dann wäre es doch vielleicht mal ganz gut, erstmal zu gucken, wie sind denn andere reich geworden? Und daraus kann man ja was ableiten. Und wenn von den anderen, die reich geworden sind, wenn da kaum einer dabei ist, der mit Bitcoins reich geworden ist und kaum einer, der durch Aktienspekulation reich geworden ist, dann stellt sich doch die Frage, warum gehe ich dann den Weg, der eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, statt den Weg zu gehen, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat? Darf ich da, bevor wir gleich auf die Persönlichkeitsmerkmale kommen, da mal ganz kurz reinfragen, weil Sie haben jetzt schon so viele prominente Beispiele auch genannt. Ich habe mir tatsächlich auch ein Fallbeispiel überlegt, weil wir sind ja jetzt indirekt auch schon fast bei den Zielen. Ja, weil wie wird man reich? Ich interpretiere jetzt eigentlich durch eine gute Idee, durch eine Leidenschaft, die du verfolgst, die letztendlich in einer Art von Unternehmertum mündet. Jetzt würde ich mal ein Beispiel geben. Steven Spielberg, einer der wahrscheinlich auch reichsten Menschen der Welt, ist auf jeden Fall Milliardär, einer der erfolgreichsten Regisseure und Produzenten in Hollywood. Da ist doch, der hat ja irgendwann mal mit seiner Passion angefangen, Filme zu machen und hat die auch verfolgt. Und ist das dann also quasi dieser immense Reichtum, den der Spielberg erhalten hat, ist das dann nicht quasi wie so eine Art Nebenprodukt eigentlich der ursprünglichen Leidenschaft? Also quasi, der hat ja meines Erachtens niemals angestrebt, ich werde Milliardär, sondern der hat angestrebt, ich möchte tolle Filme machen, die möglichst viele Menschen begeistern. Ja, das ist also richtig. Dazu kann man sehr viel sagen. Übrigens, der ist auch ein Beispiel, ich glaube, ist auch ein Studienabbrecher oder zumindest hat er keinen Studienabschluss. Ja? Also auch ein Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe. Aber zu Ihrer Frage. Wenn man jetzt sagt, tue das, was dir Freude macht oder wofür du eine Passion hast, das wird ja auch manchmal gesagt, und dann wirst du reich. Leider ist es so einfach auch nicht. Es gibt sicherlich Leute, die eine tolle Begabung haben oder Interesse an Philosophie zum Beispiel und die da wirklich auch gut sind in dem Bereich, aber die trotzdem niemals reich werden damit. Ja? Oder Leute, die vielleicht tolle Gedichte schreiben oder weil sie daran Freude haben, ja, aber die trotzdem mit den Gedichten niemals reich werden. Also es ist sicher richtig, wenn du eine Sache hast, die dir Freude macht, die dich inspiriert, die dich begeistert, dann steckst du da mehr Energie rein und hast natürlich eine höhere Chance, da auch mit Vermögen zu werden, auch wenn das nicht dein Ziel ist. Also es gibt da zwei Arten von Menschen, die ich auch kennengelernt habe, auch in meiner Studie. Die einen, die tatsächlich, so war das zum Beispiel bei mir, am Anfang, wo sie reich werden wollten, gesagt haben, also ich nehme mir jetzt vor, reich zu werden, ich setze mir jetzt ein bestimmtes finanzielles Ziel. Die Leute gibt's. Aber es gibt auch Leute, also bei denen das anders ist, ja, die etwas, eine gute Idee hatten und unternehmerisch toll und wo sich der Reichtum ergeben hat. Allerdings Vorsicht dabei, es gibt auch viele, die in Wirklichkeit schon reich werden wollen und dies nur nicht zugeben. Weil wenn man heute sagt, also ich möchte reich werden, ja, das klingt ja schon ein bisschen so, ja, dass, also wenn du sagst, ich will den Regenwald retten oder was weiß ich, ja, das Klima retten, da wirst du also mehr Zustimmung bekommen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte reich werden, dann sind schon viele Leute, die irgendwo die Stirn runzeln. Und weil natürlich die Reichen das wissen, dass das oft mit Oberflächlichkeit verbunden wird, mit Materialismus, dann sagt man irgendwas anderes und behauptet dann, das hätte sich so ergeben und man hätte eigentlich gar nicht reich werden wollen. Also das mag bei einigen so sein, aber es gibt da auch wieder eine Untergruppe von Menschen, die also das einfach behaupten, sie hätten eigentlich, Geld sei ihnen unwichtig gewesen. Und das stimmt aber nicht. Und wenn sie auch ein tolles Talent haben und Geld ihnen unwichtig ist, ja, dann werden sie zwar vorübergehend Geld verdienen, aber werden es wieder verlieren. Ja, ich sage mal ein Beispiel. Der Boris Becker, ja, der hat ja, ich weiß nicht, wie viel es war im Lauf seiner Karriere, 100, 200 Millionen oder was auch immer, der hat ja alles verloren. Und woran liegt es? Ich habe das Interview gesehen, was er gegeben hat, ich glaube, es war eine Woche, nachdem er aus dem Gefängnis
entlassen war. Und in dem Interview hat er einen Satz gesagt, über dessen Tragweite er sich selbst vermutlich gar nicht bewusst war. Er sagt nämlich an einer Stelle, Geld war mir nie wichtig in meinem Leben. Ganz entscheidender Satz. Das hat er so nebenbei gesagt. Ich glaube ihm das auch. Aber er hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, wie wichtig dieser Satz war, weil genau das hat dazu geführt, dass er alles verloren hat. Ja? Wenn Ihnen eine Sache nicht wichtig ist, ja, dann verlieren Sie die, selbst wenn Sie die mal besessen haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, meine Freundin ist mir total unwichtig, ja, die war mir nie wichtig, dann wird die früher oder später möglicherweise weglaufen. Ja? Und so, oder wenn Sie sagen, meine Gesundheit ist mir total unwichtig, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gesund bleiben, auch nicht so besonders hoch. Und wenn Sie jetzt sagen, wie der Boris Becker, Geld ist mir, war mir immer unwichtig, dann ist das Geld wieder weg. Insofern glaube ich schon, dass man auch als auch dann, wenn einem Geld nicht wichtig ist, so als Nebeneffekt sozusagen zu Geld kommen kann. Die Frage ist nur, ob sie es dann auch behalten werden oder ob sie es dann nicht wieder verlieren werden. Ja? Weil darüber wird ja viel zu wenig gesprochen, dass es auch viele Reiche gibt, die dann das Geld verlieren. Also ich habe mein Buch Reich werden und bleiben, das beginnt mit einem Kapitel, das heißt vom Millionär zum Tellerwäscher. Also nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Millionär zum Tellerwäscher. Und das sind jede Menge Beispiele von Popstars, von Lottogewinnern, von Spitzensportlern, die ihr Geld verloren haben. Ja, das hat sogar mal eine Untersuchung gegeben. Die meisten NBA-Spieler in USA, Spitzensportler, die Millionen verdienen, die haben ein paar Jahre nach Ende ihrer Karriere alles wieder verloren. Ja? Und das heißt, am Ende sind doch die mentalen Dinge, die in der Persönlichkeit liegen und der Einstellung, die sind entscheidend. Ja? Ja, wunderbar zusammengefasst. Also vielen Dank, das ist eine sehr gute Einordnung. Also bis hierhin, also du brauchst eine gewisse Leidenschaft für etwas, das du tust. Dann muss dafür ein Markt da sein und dann solltest du eigentlich auch nochmal eine Affinität zum Thema Geld haben, also dem auch eine Bedeutung beimessen, dass du viel Geld dann hast. Und dann haben wir ja schon mal so drei Dinge, die da zusammenkommen. Dann gibt es natürlich noch, das haben Sie ja sehr gut rausgearbeitet in Ihrer Dissertation, die Psychologie der Superreichen, dann bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die Sie festgestellt haben, die diese Menschen auszeichnen. Also sie sind konfliktbereiter, sie sind emotional stabiler, aber auch auf eine gewisse Art und Weise hier und da ein bisschen narzisstischer, habe ich rausgehört. Dieser letzte Teil, dieses narzisstischer, können Sie das vielleicht mal einordnen, wie Sie das meinen? Also ich habe in meiner Dissertation es so gemacht, dass jeder meiner Interviewpartner einen sogenannten Big Five-Test gemacht hat. Den habe ich also nicht erfunden, sondern das ist so ein eigentlich der bekannteste Persönlichkeitstest, wo Persönlichkeitsmerkmale abgefragt werden. Da gibt es Kurzformen und ausführliche Formen. Bei mir, die Leute haben die ausführliche Variante gemacht mit 50 Fragen insgesamt. Und da gibt es 5 Persönlichkeitsmerkmale. Sie haben da einige von genannt. Das eine, das ist Offenheit für neue Erfahrungen. Da waren die also überdurchschnittlich. Das andere ist Gewissenhaftigkeit, womit also nicht nur Pünktlichkeit und Gründlichkeit gemeint sind, sondern auch Zielstrebigkeit und so weiter. Der englische Ausdruck heißt Conscientiousness, der ist vielleicht mit Gewissenhaftigkeit nicht so ganz glücklich übersetzt. Da waren die aber auch überdurchschnittlich. Dann Extraversion, also im Unterschied zu introvertierten Menschen, auch da waren die überdurchschnittlich. Und dann gab es 2 Merkmale, wo die also weniger ausgeprägt waren als in der Gesamtbevölkerung. Und das eine Merkmal, das ist Verträglichkeit. Also die waren eher etwas unverträglicher. Und das zweite ist Neurotizismus. Das heißt letztlich, wie neurotisch sind sie oder im Umgekehrten die psychische Stabilität. Und die waren also psychisch stabiler und weniger neurotisch. Was Sie jetzt genannt haben mit dem Narzissmus, das ist jetzt nicht Teil von dem Big Five-Test. Aber Sie haben recht, es gab nach meiner Untersuchung weitere Studien, da waren zwar die da mitgemacht haben, nicht so reich wie in meiner Studie, aber dafür waren es mehr. Da hat man also Reiche untersucht, die, ja, was weiß ich, die so 5-6 Millionen oder so hatten zum Beispiel, ja, und auch eine andere Studie, da war der Median, glaube ich, so 2 Millionen. Also es gab andere Studien nach meiner, wo dann mehr Leute auch befragt wurden.
Und da hat man auch mal den Narzissmus abgefragt. Und da war es also auch so, dass also die überdurchschnittlich narzisstisch waren. Und das ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, ein Schimpfwort auch, was oft verbraucht. Also das ist ja, wo man was Negatives über einen anderen Menschen sagen will. Was ist das für ein Narzisst? Ja? Und natürlich gibt es da auch eine krankhafte Form, die sicherlich, sagen wir, dem Menschen selbst und auch seinen Mitmenschen schadet. Aber es gibt auch eine gesunde Form vom Narzissmus, die tatsächlich sehr eng mit Erfolg korreliert ist. Das trifft nicht nur für Reichtum zu. Es gab mal eine Untersuchung, da hat einer alle amerikanischen Präsidenten untersucht und die waren also, ich glaube, bis zu Ronald Reagan oder so, ging das jetzt nicht bis ganz nach heute. Und da waren die fast alle narzisstisch. Ja? Also wenn Sie mal die letzten Präsidenten nehmen, da ist ja auch ganz klar, also beim Trump, sagen wir, da wird es kaum einer bestreiten, aber auch einer wie der Obama, der wirkt jetzt vielleicht nicht so wie der Trump, das ist, weil er das besser tarnt. Oder ja, aber ich meine, der Obama, der hat schon Anfang 30, wo er noch nichts Richtiges geleistet hat im Leben, da hat er seine Autobiografie geschrieben. Also da muss man ja schon auch eine ziemliche Portion Narzissmus haben. Also das heißt, es trifft nicht nur für reiche Menschen zu, sondern es trifft auch bestimmt zu für Leute wie mich, also die Bücher schreiben. Ja, der Literaturkritiker Reich Ranitzky, ja, der hat mal gesagt, also alle großen Literaten waren Narzissten, ja, Goethe und Schiller und Thomas Mann sowieso, ja, weil man sonst sowas gar nicht macht, ja. Das heißt also, das, was oft so negativ gesehen wird, der ist Narzisst, ja. Ich habe mal ein Buch geschrieben zum Thema die Kunst, berühmt zu werden, und da trifft es natürlich für alle zu, die ich da beschrieben habe, also Madonna zum Beispiel, ja, die gesagt hat, sie möchte so berühmt werden wie Gott, ja, also wer sagt sowas, ja. Arnold Schwarzenegger müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Muhammad Ali, der immer gesagt hat, ich bin der Größte und ich bin der Schönste. Ja? Aber auch Leute, wo man es gar nicht so denkt, zum Beispiel Albert Einstein oder Stephen Hawking, absolute Narzissten. Ja? Oder jemand wie Steve Jobs, Kim Kardashian oder Andy Warhol. Das sind also Leute, über die ich in meinem Buch Die Kunst, berühmt zu werden, geschrieben habe. Also das heißt, Narzissmus ist gar nicht so negativ. Und bei mir trifft es sicherlich auch zu. Also ich kriege die Frage manchmal gestellt. Ich habe neulich schon im Interview, hat einer so vorsichtig, der wollte mich nicht beleidigen, hat gesagt, Herr Zittelmann, sind Sie vielleicht auch ein bisschen narzisstisch? Dann habe ich gesagt, nein, das ist also nicht so. Ich bin nicht ein bisschen narzisstisch, sondern ich habe im Narzissmus-Test mal, den ich gemacht habe, die volle Punktzahl bekommen. Und ich schäme mich jetzt auch nicht dafür, ja, weil, wie gesagt, das ist, kann man bei sehr vielen erfolgreichen Menschen beobachten. Und das wird oft schlecht gemacht von den Menschen, die so der Typ graue Maus sind, die irgendwo Minderwertigkeitskomplexe haben, die sich nicht als Marke machen können, die irgendwo immer gerne im Schatten stehen. Und die Menschen, denen ist natürlich sowas suspekt. Das heißt jetzt nicht, dass sie narzisstisch sein müssen, um reich zu werden. Aber es hat, wie gesagt, eine Studie gegeben, wo man also reiche Menschen untersucht hat. Und da wurde neben den 5 Persönlichkeitsmerkmalen, die ich vorhin aufgezählt habe, wurden noch 2 weitere untersucht. Und das eine war Narzissmus, das war also überdurchschnittlich. Und das andere, das ist vielleicht noch wichtiger, das war externe Kontrollüberzeugung. Also was ist damit gemeint? Es gibt 2 Einstellungen zum Leben. Das eine nennen Psychologen interne Kontrollüberzeugung und das andere externe. Was heißt es? Der Mensch, der eine externe Kontrollüberzeugung hat, der unterstützt so, der glaubt, mein Leben hängt vom Glück ab oder vom Schicksal oder von äußeren Umständen, von meinen Eltern, von meinen Genen und so weiter. Und der Mensch, der eine interne Kontrollüberzeugung hat, der sagt, ich bin der Gestalter meines eigenen Schicksals und wie mein Leben verläuft, hängt also von mir ab und meinen Entscheidungen. Und das kann man also sehr gut beobachten, dass also die Leute, die so eine interne Kontrollüberzeugung haben, ja, dass die also wesentlich erfolgreicher sind, und die anderen, die externe Kontrolle überzeugen, ja, die sagen dann, was weiß ich, meine Mutter hat mich falsch auf den Pott gesetzt, deswegen konnte ich später nicht erfolgreich werden, oder der Kapitalismus hat mein Leben versaut, oder in der Schule, der Lehrer konnte mich nicht leiden, mein Boss konnte mich nicht leiden, deswegen habe ich keine Karriere gemacht. Also die geben immer Dinge, die sie nicht beeinflussen können, die Schuld. Und
das ist natürlich so, wer selbst jetzt die Verantwortung übernimmt, also sowohl für seine Erfolge als auch für seine Rückschläge, der ist logischerweise erfolgreicher, weil wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Und wenn ich jetzt äußeren Bedingungen oder anderen Menschen, die ich die Schuld gebe, dann gebe ich ja anderen die Macht über mein Leben. Und wenn ich selbst aber die Ursachen für meine Erfolge und Misserfolge bei mir suche, dann habe ich ja auch eher die Chance, dann dazu zu lernen und was zu ändern. Ja, unbedingt. Sie schreiben was ganz Interessantes in Ihrem neuen Begleitheft zu dem Kurs, den Sie schon angesprochen haben. Der Link hängt übrigens auch unten in der Videobeschreibung drin. Also, Sie schreiben, Ziele sind wichtiger als Pläne. Darüber bin ich so ein bisschen gestolpert. Wie meinen Sie das? Ja, ich bin selbst nicht so ein Planungstyp, muss ich dazu geben. Ja, also ich will mal so den Vergleich bringen. Ich glaube ja, dass wenn du ein Ziel hast und dir das Ziel, das sage ich auch einiges in meinem Kurs darüber, einprogrammierst in dein Unterbewusstsein, dass du dann das Ziel erreichen kannst. Ja? Und ich mache mal einen Vergleich zum Navigationssystem. Wenn ich jetzt sage, ich will von Berlin nach Hamburg fahren, dann muss ich das Ziel eingeben, also Hamburg am besten auch die Straße und eine Hausnummer. Natürlich muss ich dann auch den Motor starten und muss auch fahren. Ich muss auch auf den Verkehr aufpassen, aber ich muss jetzt den Weg nicht kennen. Ich muss jetzt nicht wissen, wo fahre ich lang, sondern das ist ja genau das, was ja das Navigationssystem macht, ja? Dass es mir den Weg zeigt. Und es können ja so viele Sachen passieren. Also ich glaube nicht so an die Planung. Ja? Und ich kann das auch belegen. Ich empfehle jedem mal, die Biografie von Michael Bloomberg zu lesen, der also einer der reichsten Menschen der Welt ist. Ja? Und der ist ja mit Bloomberg, also was nach seinem Namen benannt ist, Fernsehen und diesen Terminals da reich geworden. Und das sind tolle Biografien. Der schreibt immer, ich habe gehandelt, wo die anderen noch geplant hatten sollen. Und er sagt, er glaubt nicht an Plan. Oder Jack Ma, der einer der reichsten Chinesen ist mit Alibaba, ja, der hat gesagt, schmeiß die Pläne weg, die nützen dir alles nichts, ja, fange an und lerne dann dazu. Oder Sergey Brin und Larry Page, die Google gegründet haben, die hatten am Anfang überhaupt kein Businessmodell. Die wussten nur, dass sie die besten Suchmaschinen der Welt machen wollten und waren davon überzeugt, wenn sie die gemacht haben, dass sie dann auch einen Weg finden, Geld zu verdienen. Also klar, ich weiß, in der Uni, die BWL-Professoren, die erzählen einem da was anderes, wie wichtig ist so ein Businessplan. Und klar, wenn Sie jetzt, sagen wir, einen Kredit haben wollen von der Bank oder auch irgendwo von Private Equity Investoren, Pitch, da müssen Sie so einen Businessplan haben, weil die das halt verlangen. Ja? Aber zum Beispiel, wo ich meine Firma damals gegründet hatte, mein Businessplan, der sah ganz einfach aus. Ich hatte eine gewisse Zahl von Kunden am Anfang. Da habe ich zusammengeschrieben, wie viel die mir bezahlen. Ich hatte auch gewusst, wie viel ich für Mitarbeiter und Büro bezahlen muss. Dann hatte ich die Ausgaben und dann habe ich das eine vom anderen abgezogen und habe gesehen, dass da ein Überschuss ist. Und das war, hat auf eine halbe Seite gepasst. Das war also mein Businessplan. Ich habe dann später, nachdem ich die Firma geändert habe, einiges an dem Geschäftsmodell geändert. Und das ist im Grunde das Entscheidende. Das kann man bei vielen Unternehmern sehen. Das hat auch der Bloomberg geschrieben in seiner Autobiografie. Es ist nicht so wichtig, was du weißt, wenn du deine Firma gründest, sondern es ist wichtig, wie schnell du dazulernst. Ja? Also zum Beispiel, wo ich meine Firma gegründet hatte, die später die erfolgreichste PR-Agentur im Immobilienbereich in Deutschland war, da war das gar nicht so auf PR ausgerichtet. Das war nur so ein Unterpunkt. Ich hatte ganz andere Ideen in der Positionierungsberatung, im Marketing und habe dann aber irgendwann feststellen müssen, dass also die Kunden viele dieser Leistungen, die ich mir ausgedacht hatte, nicht richtig nachfragen und dass ich dann, dass das, was die eigentlich nachgefragt haben, PR war und habe das dann praktisch das Geschäftsmodell geändert und auf PR ausgerichtet. Oder jetzt zum Beispiel, ich habe 25 Jahre lang sehr erfolgreich Seminare abgegeben im gegeben im Immobilienbereich. Ich glaube 370 Seminare. Ich habe jetzt mal wieder versucht, mit Seminaren anzufangen. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Ja, ich habe dann gesehen,
irgendwo, vielleicht ist mein Verteiler auch nicht mehr so aktuell oder ich bin da nicht mehr in diesen Themen drin. Vielleicht sind auch Seminare heute nicht mehr so gefragt, wie sie damals gefragt waren. Auf jeden Fall, ich habe ja dann gesehen, das funktioniert nicht. Und statt dann mit auf Teufel komm raus zu sehen, wie kriege ich es jetzt doch noch hin, habe ich gesagt, nee, jetzt versuche ich es mal mit so einem Online-Masterclass, was es damals ja noch gar nicht gab, wo ich mit den Seminaren angefangen habe. Und das läuft jetzt richtig gigantisch gut und wird nachgefragt. Also man muss da einfach auch den Kunden folgen, was die wollen. Und wenn das Geschäftsmodell halt ein anderes war und man feststellen muss, dass die Kunden das nicht wollen, dann muss man sich halt an die Kunden dann anpassen. Und weil letztlich bestimmen ja die Kunden am Schluss, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Das ist ja auch das Schöne am Kapitalismus. Deswegen sage ich immer, Kapitalismus ist Demokratie in der Wirtschaft, weil die Kunden entscheiden, ob du Geld verdienst oder nicht. Wenn die sagen, das mit den Seminaren, das war mal eine gute Idee, aber jetzt nicht mehr so, dann verdiene ich kein Geld. Und wenn die sagen, oh, Online-Kurs, das finden wir toll, das machen wir, dann verdiene ich Geld. Ja, das heißt, die Kunden stimmen am Schluss ab. Und jeder, der reich geworden ist, der ist durch eine ganz demokratische Abstimmung reich geworden, weil die Kunden drüber halt abgestimmt haben. Mhm. Sagen Sie, wie stehen Sie denn eigentlich zu so einem Konzept wie dem Frugalismus? Also einerseits ist es ja eigentlich unbestritten, dass zum Reichwerden auch eine gewisse Sparsamkeit gehört, in dem Sinne, dass man einfach weniger ausgibt, als man einnimmt. Das ist ja, eigentlich ist es trivial, aber der Frugalismus hat dieses Konzept ja so ein bisschen auch mit auf die Spitze getrieben oder sagen wir mal, sehr weit ausgedehnt, in dem Sinne, dass man seine Sparquote auch bei geringem Einkommen also sehr, sehr weit nach oben schraubt und damit dann also wohlhabend wird. Wie stehen Sie zu diesem Ansatz? Also, sagen wir mal, wenn das jetzt heißt Frugalismus, dass ich jetzt absolut spartanisch und ärmlich lebe, damit ich alles Geld anspare, das wäre jetzt nicht so mein Ding, ja, aber sagen wir, viel zu sparen, auch sehr viel zu sparen, ist natürlich die einzige Möglichkeit, wie man vermögend wird. Und in der Zeit, wo ich am meisten verdient habe, das war also von 2000 bis 2015, wo ich meine Firma hatte und auch die meisten Investments getätigt habe, da habe ich so viel verdient in der Firma, dass ich im Monat ungefähr 85% gespart habe, ja, und 15% ausgegeben. Aber das war natürlich auch, weil ich, ja, wenn Sie im Monat ein paar hunderttausend verdienen, dann können Sie auch leicht mal 85% davon sparen. Ja? Wenn ich jetzt aber im Monat zum Beispiel, sagen wir mal, 3000 Euro verdienen würde, da können Sie nicht 85% sparen. Ja? Trotzdem ist der Gedanke, dass also, sagen wir, dass man auch lernt zu sparen, der ist wichtig und es ist auch tatsächlich auch mit geringeren Summen das zu lernen, ist wichtig, weil manche Leute, die täuschen sich so. Ich war früher auch so. Also ich habe ja überhaupt erst angefangen, Geld dann auch zu behalten und anzuhäufen. Da war ich Ende 30. Bis ich Ende 30 war, gut, da habe ich jetzt nicht so viel verdient, aber ich hatte schon als Angestellter, sagen wir, deutlich überdurchschnittlich verdient. Ich hatte damals, wo ich also Ressortleiter war bei der Welt, da hatte ich so 160.000 bis 180.000 D-Mark, was damals also eine Menge war. Ich hatte noch Beratervertrag nebenbei für einen Ullstein-Verlag. Da hatte ich also sagen wir 230.000 D-Mark. Das haben also wenige damals verdient. Ja. Und ich habe es aber alles ausgegeben immer. Ja. Also ich habe es zu 100% ausgegeben. Ja. Und das ist keine Kunst. Und ich hab immer gedacht, dann irgendwann, naja, erstens war mir Geld halt nicht so wichtig. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn du mehr verdienst, dann kannst du ja mal dann auch sparen irgendwann. Also ich hatte deswegen keinen Aktiensparplan, keine Lebensversicherung, nichts, also gar nichts. Ja. Ich habe einfach alles, was ich verdient habe, ausgegeben. Und es gibt viele Menschen, die das so machen, manche sogar mehr, die dann sich verschulden. Und auch bei mir war der Dispo immer so, also schon ausgereizt. Ja. Und dann habe ich meine Einstellung, wo ich dann angefangen habe und Geld war mir wichtig, dann war mir klar, das Erste, was du machen musst, ist, dass du also auch sparsamer bist. Ja. Dass ich also dann auch geguckt habe, wo kann ich
wo kann ich Ausgaben reduzieren, ja? Und das war dann auch später bei meiner Firma manchmal so, dass ich dann immer wieder geguckt habe, wo kann man Ausgaben reduzieren? Und das kann auch Spaß machen. Also wenn man da nach Dingen sucht, wo man Ausgaben reduzieren kann, das kann auch Spaß machen. Also jetzt Frugalismus, weil Sie es gefragt haben, in dem extremen Sinn, dass ich sage, ich verzichte jetzt auf alle Dinge im Leben, um Geld anzuhäufen. Das wäre nicht so mein Ding. Aber sparen, ja, das ist absolut essentiell. Ich meine, man wird ja nicht dadurch reich, was man verdient, sondern dadurch, was man behält. Und deswegen ist ja ganz logisch, dass man sparen muss. Und ein großer Irrtum ist, wenn Leute glauben, wie das bei mir früher war, ja, wenn ich noch mehr verdiene, dann nee. Das sehen Sie am Beispiel Boris Becker, da können Sie verdienen, so viel Sie wollen. Ja? Das ist keine Kunst, das Geld auszugeben. Wenn jetzt einer vielleicht heute nur, sagen wir, 5.000 Euro netto hat, der denkt vielleicht, wenn ich 50.000 hätte, dann kein Problem, dann kann ich sparen, weil so viel kann man ja gar nicht ausgeben. Ganz falsch. Also da gibt es nach oben keine Grenze. Ich zum Beispiel bei mir war, ich weiß noch, der teuerste Urlaub, den ich mal gemacht habe, das war, da habe ich in 2 Wochen ungefähr 85.000 Euro ausgegeben, allein für den Urlaub. Ja. Also das ist schon möglich. Ja. Das war jetzt auch, habe ich nicht als so besonders, das war schön, aber das ist jetzt keine Kunst, auch sehr viel Geld auszugeben. Und wenn man das nicht lernt und wenn Sie dann mehr Geld haben, ja, dann werden einfach immer mehr Ihre Ausgaben auch immer höher werden. Also deswegen ist es wichtig, auch wenn man noch nicht so viel hat, das Sparen tatsächlich zu lernen. Und das war bei mir auch so, nach dieser Phase, wo ich alles ausgegeben habe, dass ich erstmal Sparen gelernt habe, dass ich erstmal geguckt habe, überall, wo kann ich jetzt Ausgaben reduzieren. Ich hatte zum Beispiel damals auch eine viel zu teure Wohnung, bin dann in eine andere umgezogen, die war auch nicht schlechter, aber die war einfach günstiger gewesen und habe bei vielen Dingen dann überlegt, was kann ich da sparen. Ja? Und das heißt also, ja, die Lehre heißt, auch wenn man wenig verdient, ich bin der Meinung, jeder, auch wenn er jetzt vielleicht nur 2.000 netto hat, der kann auch 100 Euro sparen, ja, weil ob sie 1.900 oder 2.000 ausgeben, das macht keinen Unterschied. Jeder kann irgendwo sparen und es ist wichtig, das schon dann zu lernen, am besten, wenn man also wenig hat, weil wenn man das nicht lernt, wird man später auch das Viele ausgeben, so wie es bei Boris Becker war, ja, der hat dann auch das Viele ausgegeben. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz eine Frage mit reinwerfen, um zumindest bei diesem Themenkomplex zum Ende zu kommen. Die mutet jetzt möglicherweise ein bisschen kindlich an, aber Sie wissen ja, diese Kinderfragen, da steckt oftmals ein bisschen auch viel drin. Und zwar, Herr Ziedelmann, warum sind Sie reich oder anders? Warum sind Sie Millionär? Meinen Sie mit warum ich, die Frage kann man ja verschieden beantworten. Also können Sie aus mehreren Blickwinkeln beantworten? Ja, fangen wir an. Erstmal, warum wollte ich reich werden? Ne? Oder? Das ist ja das Wichtigste, dass man sein Warum. Gerne, hat. Gerne. Ganz offen, ganz offen. Das hatte zwei Gründe. Das erste, weil ich irgendwann im Leben, will ich jetzt nicht ausführlicher erzählen, da sage ich auch was in meinem Kurs dazu, durch ein Gespräch mit einem bekannten Politiker irgendwie es Klick gemacht hat und ich gesehen habe, Reichtum und Freiheit gehören zusammen. Ja, also sagen wir jetzt, was bei manchen jungen Männern der Fall ist, irgendwo die Liebe zu tollen Autos, dass ich sage, ich möchte mir dann jedes Jahr ein neues Auto kaufen können oder so. Das hätte mich jetzt nicht motiviert. Ich habe jetzt auch seit 13 Jahren das gleiche Auto zum Beispiel oder jetzt diese materiellen Güter, das hätte mich jetzt nicht so motiviert. Ja. Deswegen, aber Freiheit hat mich motiviert und das andere, sage ich auch ganz ehrlich, wo ich also jung war, war ich immer bekannt in meiner Stadt, dass ich die hübschesten Frauen immer hatte, selbst also wo ich gar nichts hatte als Student und kein Auto, kein Telefon, nicht mal mir Essen gehen leisten konnte, nicht mal ein richtiges Bett hatte, nur eine Matratze und einen Kohleofen, ja, da hatte ich die schönste Frau der Stadt, ja. Nur habe ich dann gedacht, also wenn du jetzt mal älter wirst, zum Beispiel so alt wie ich jetzt bin, 66, und lebst dann immer noch so, also ärmlich, ja, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich dann immer noch die
die schönen jungen Frauen haben kann, weil ich meine, dass so diese Geschichte, schöne junge Frau verliebt sich in einen armen alten Mann, das gibt's nicht so oft. Und das war auch eine Einsicht von mir, dass ich gesagt habe, also wenn du jetzt dieses Leben so fortführen willst, wie ich es damals geführt habe, ja, dann ist es sicherlich besser, wenn du jetzt Millionär bist, als wenn du jetzt, was weiß ich, immer mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn dich fortbewegst. Und das waren also so zwei Punkte, diese Freiheit, weil ich auch ein Mensch bin, der sich schwer unterordnen kann anderen. Ich hatte das Glück, dass ich die meiste Zeit in meinem Leben Chefs hatte, die haben schnell begriffen, dass es völlig unmöglich ist, mir irgendwelche Vorgaben, Befehle oder sowas zu geben, weil ich sowieso mich nicht dran halten werde, weil ich immer das machen werde, was ich will. Ja, da hatte ich großes Glück, dass ich tatsächlich da nicht immer, aber meiste Chefs hatte, die haben einfach gesagt, sag dem nichts und lass den einfach machen, was er will. Ja, aber war halt auch nicht immer der Fall. Und wo ich einmal in einer Situation war, wo das dann nicht mehr so war, dann habe ich das auch als schmerzlich empfunden. Ja, also das heißt, diese Freiheit, die ich jetzt genieße, also zum Beispiel auch, ich schlafe so nachts nicht so lang, aber mehrfach am Tag so. Ja, das können Sie als Angestellte nicht so machen. Ich habe also in meinem ganzen Leben, das waren jetzt nur 8 Jahre, wo ich keinen Mittagsschlaf gemacht habe, wo es dann einfach nicht ging, weil ich da fest angestellt gearbeitet habe. Aber sonst also habe ich 58 Jahre meines Lebens immer Mittagsschlaf gemacht. Ja, und das können Sie halt. Das ist alles so Freiheitsding. Also das ist so der Frage, warum reich werden? Für mich die Antwort, wie reich geworden? Ja, als Unternehmer, so wie die meisten reich werden, mit meiner PR-Agentur, die also Marktführer war im Immobilienbereich. Und dann das Geld, was ich verdient habe, nicht etwa ausgegeben, auf den Kopf gehauen, sondern dann im Immobilienbereich investiert. Und dadurch halt weiter vermehrt. Ja, also das heißt, die Quelle war Unternehmertum, aber dann auch durch sinnvolle Investitionen, insbesondere im Immobilienbereich. Also das ist so eine Frage, wie ich reich geworden bin. Und wenn Sie fragen, warum sind Sie Millionär? Das Wichtigste, weil ich immer auch aufpasse, dass ich das Geld nicht wieder verliere. Ja, das ist ja auch ganz entscheidend, ja, weil das ist auch eine Gefahr. Ich habe das auch selbst bei mir gemerkt. Bis ich Ende 30 war, hat Geld überhaupt keine Bedeutung gehabt bei mir. Deswegen hatte ich auch keins. Dann von 30, bis ich Ende 30 war, dann von 40 bis 60 hat es eine sehr große Rolle gespielt. Deswegen bin ich auch reich geworden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt habe ich so viel, Geld spielt wieder keine Rolle und jetzt setzt die andere Ziele. Und dann habe ich schon gemerkt, dass irgendwann, dass es eine gefährliche Einstellung ist, ja, weil ich dann auch wieder verlieren könnte. Deswegen habe ich dann wieder jetzt umjustiert und gesagt, also du musst dem Thema Geld auch wieder eine andere Bedeutung einräumen in deinem Leben, weil sonst wirst du das, was du alles hast, auch wieder verlieren, ja? Ja, das ist also schön, dass Sie es von sich aus schon angesprochen haben, weil das wäre jetzt tatsächlich meine Abschlussfrage gewesen. War es schwerer, reich zu werden, oder ist es am Ende des Tages tatsächlich schwerer, reich zu bleiben? Also, ich kann es ja noch nicht abschließend beantworten, dass ich, seit ich meine Firma verkauft habe, sind jetzt bald 8 Jahre rum. Ja, es warten mal, was die nächsten 10 Jahre geben. Also, aber ich hoffe natürlich, dass der Reichtum bleibt und auch ausgebaut wird noch. Aber es ist sicherlich, sagen wir, ich will die Frage anders beantworten. Die meisten Menschen unterschätzen die Schwierigkeit, reich zu bleiben. Ja? Die denken also, wenn du einmal reich bist, ja, dann kann mir nichts mehr passieren. Ja? Und das ist ein ganz großer Irrtum. Es ist schon, weil man kann sehr viele Fehler machen. Ja? Man sieht es also beim Boris Becker, den ich vorhin erwähnt habe, eigentlich typisch. Ja? Also das fängt an, sie heiraten ohne Ehevertrag zum Beispiel. Ja? Eine große Gefahr passiert mir hoffentlich nicht. Ja? Aber das passiert halt vielen Menschen, die sind dann verliebt. Und verliebt sein ist ja sowas Ähnliches. Ich habe einen Aufsatz von Psychologen gelesen, der hat gesagt,
Verliebtsein und geistesgestört hat fast dieselben Symptome. Ja? Also das heißt, wenn Sie dann in so einem Zustand von einer Geistesstörung die wichtigste finanzielle Entscheidung Ihres Lebens treffen, nämlich zu heiraten, ja, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie nach ein paar Jahren wenn Sie Pech haben, die Hälfte von Ihrem Geld wieder verlieren. Ja? Also das heißt, das ist eine Sache, die der Boris Becker, der hatte zwar einen Ehevertrag, aber seine Frau oder deren Anwalt war cleverer. Die hat die Scheidung dann in den USA eingereicht, wo ein deutscher Ehevertrag überhaupt nichts bedeutet. Also der hatte praktisch versäumt, auch in den USA einen Ehevertrag abzuschließen. Ja? Dann zu hohe Konsumausgaben. Ja? Der hat dann eine Wohnung gehabt, glaube ich, in London für 25.000 Euro Miete und dann noch ein Haus, wo er immer dran renovieren musste in Mallorca, wo viel Geld und hat halt einfach unglaublich viel ausgegeben laufend. Ja. Dann Fehlinvestments, ja, die Reichen, die überschätzen sich ja auch oft. Das ist auch eine große Gefahr der Selbstüberschätzung, weil wenn einer mal 100 oder 200 Millionen hat und ich würde dem jetzt sagen, mein Freund, von Geld verstehst du gar nichts, ja? Dann wäre der wahrscheinlich beleidigt. Oder wenn ich das Milliardär sage, das ist aber oft so, ja? Also, das ist eine große Gefahr. Ich kenne auch eine ganze Reihe Milliardäre. Und da gibt es einige davon, die wirklich von Geld nichts verstehen. Jetzt wird man sagen, wie kann der Milliardär sein, wenn er von Geld nichts versteht, ja? Der versteht was von seinem Geschäft. Der ist erfolgreich geworden in einem bestimmten Geschäftssparte, ja? Aber das heißt ja nicht, dass er deswegen auch vom Thema zum Beispiel Investments oder Geld was versteht, zwingend. Ja, das denken die Leute aber dann. Ich meine, wenn jetzt einer, auf dem verrosteten Fahrrad fährt und nur Schulden hat, der wird wahrscheinlich schon irgendwie eher begreifen, dass er nichts von Geld versteht, als jetzt einer, der Milliardär ist. Ja? Wenn ich aber jetzt einem, der Milliardär sagt, du verstehst in Wahrheit nichts von Geld. Da wird er sagen, also das ist ja ganz schön anmaßend. Es guckt dir meinen Kontostand an, der ist doch der Beweis. Sei nee, das ist wie der Boris Becker. Der hatte vielleicht 100, 200 Millionen, aber nicht, weil er was vom Geld verstanden hat, sondern weil er ein toller Tennisspieler war, weil er sich auch toll selbst vermarktet hat. Ja? Das waren die Gründe. Ja? Und die Leute, die nehmen dann aber oft ihren Kontostand als Beleg dafür, dass sie was vom Geld verstehen. Und damit beginnt dann schon das ganze Unglück, weil dann überschätzt du dich selbst. Dann machst du irgendwelche Investments, die total unsinnig sind. Der Boris Becker hat dann viele unsinnige Investments gemacht, wo er das Geld verloren hat. Warum hat er die gemacht? Weil er sich dann überschätzt hat, ja. Und weil er auch, sagen wir mal, das heißt, es gibt so viele Gefahren, oder was ich jetzt bei mir gesagt habe, die Gefahr, dass sie dann irgendwann sagen, jetzt habe ich so viel Geld, Geld spielt für mich ab heute keine Rolle mehr, ja. Auch das ist dann schon wieder eine Einstellung, die dazu führen kann, dass du Geld verlierst. Also du brauchst eine große selbstkritische Distanz zu dir selbst, ja. Und das haben viele Leute nicht. Ja? Das ist also, die überschätzen sich einfach selbst, die sind auch zu optimistisch. Ja? Das ist gerade auch ein Kennzeichen von vielen Unternehmern. Es gibt also Untersuchungen, dass Unternehmer sehr viel optimistischer sind. Das war auch in meiner Doktorarbeit. Also die waren alle extrem optimistisch. Ja? Das ist auch an sich gut. Aber der Optimismus, der kann auch schaden. Zum Beispiel, wenn du dann in eine schwierige finanzielle Situation kommst oder deine Firma, ja, und du hast dann diesen Überoptimismus, dann schadet es. Also es lauern überall Gefahren und das unterschätzen die meisten Leute, die denken, wenn ich einmal reich geworden bin, dann habe ich es geschafft und dann muss ich mir da keinen Kopf mehr machen und dann ist mir das gesichert. Nee, das ist nicht so. Ja, vielen, vielen Dank für diese sehr gute Einordnung. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, Herr Ziedelmann. Und vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Ja, bedanke mich auch bei Ihnen ganz herzlich. Ich führe ja viele Interviews zu dem Thema. Das ist nicht immer sind die Fragen gleich interessant. Also bei Ihnen waren jetzt sehr viele interessante Fragen dabei. Und wenn Sie mir erlauben, am Schluss nochmal der Hinweis, wer also dadurch neugierig geworden ist, ich habe jetzt den Kurs, das sind 2x4 Stunden, also insgesamt 8 Stunden. Ja. Wer sagt, da möchte ich noch mehr hören, aber dann muss man natürlich auch was für bezahlen, aber es ist durchaus erschwinglich und ich bin mir sicher, das ist also eine der besten Investitionen, die man machen kann, wenn man da auf diese Seite zittelmann-freiheit.de geht. Dankeschön. Herzlichen Dank.
So, das war mein Gespräch mit Rainer Ziedelmann. Also da hat wieder sehr viel drin gesteckt. Zwei Dinge möchte ich aufgreifen. Einerseits möchte ich Rainer Ziedelmann meinen Respekt zollen, hier in so einem Format zu sagen, ich bin ein Narzisst, sogar ein hochgradiger Narzisst. Das nötigt mir Respekt ab, weil Narzissmus ist ja landläufig wirklich negativ konnotiert, im schlimmsten Fall ja auch tatsächlich etwas Pathologisches. Und dann hier aber auch zu sagen, ja, ich bin ein Narzisst und ich bin mir dessen bewusst. Also da muss ich sagen, Chapeau, das finde ich wirklich beachtlich. Und der zweite Punkt ist, wo ich für mich nochmal nachdenken muss, ist dieses Thema Zufall und Glück und halt die Eigenleistung, die dazu geführt hat, oder das eigene Zutun, was dazu geführt hat, dass du erfolgreich wirst. In der Tendenz würde ich sagen, dass ich manchmal auch dazu neige, die glücklichen Umstände oder halt auch Zufälle ein bisschen überzubetonen und manchmal dadurch vielleicht auch zu negieren, dass ich ja doch auch für meinen persönlichen Werdegang, also den Umstand, dass ich jetzt hier sitze und diesen Kanal habe, dass ich ja auch sehr viel dafür getan habe in den vergangenen Jahren und dass das eben nicht nur auf bestimmte kleine Zufälle zurückzuführen ist. Also das ist etwas, was ich für mich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal im Nachgang wirklich stark reflektieren müsste und was mich auf jeden Fall durch das Gespräch mit Rainer Ziedelmann jetzt nochmal zu dieser Anregung gebracht hat. Also wie viel ist tatsächlich mein eigenes Zutun für meinen eigenen Erfolg dann letztendlich auch, zielführend gewesen, beziehungsweise die Wirkungsursache und wie viel glücklicher Umstand, ja, also das, ich denke, man kann nicht nur sagen, ja, das war nur ich alleine und alles, was sozusagen der äußere Rahmen ist oder was durch Zufall sozusagen mit reingegeben wurde, das kann man negieren oder völlig ausschließen, also das würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal so festhalten, für mich zumindest, das könnt ihr gerne anders sehen, bin ich sehr gespannt, wie ihr das seht in der Kommentarspalte, aber ja, wie viel ist eigenes Zutun und wie viel ist dann wirklich Glück und Zufall? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Feuerfrei in den Kommentaren. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich werde so viel wie möglich lesen und mich auch hier und da, wenn es möglich ist, in die Kommentarspalte, in die Diskussion mit einschalten. Das ist auf jeden Fall versprochen. Ansonsten würde ich sagen, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Aktiviert das Abo, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute.